Gia. Och, Post! Ach, ich bin der Star im Gesundheitsministerium. So. Verantwortungsvoller Job. Was? 15.750? Ist mein Gehalt. So. Verschlafenes Nestkrankenhaus. Na klar. Ja. So. Größere Anzahl von Gebrechen. Forschungszentrum muss ich bauen. Ja. So, was? Ach, ein Kardiogramm. So, hier kann ich jetzt auch Land dazu kaufen. Was? Ich muss einen Ruf von 300. 10.000 Geld. Dollar sind das hier. Ja. Und 40 Patienten heilen. Okay. So, Rezeption ist immer das Erste. Da kommen die Leute rein. So, was? Gibt's noch eine? Ach, sie ist unglaublich talentiert und fähig. Die haben es immer richtig drauf, die Rezeptionistinnen. Allgemeinmedizin. So, reicht es? Geht es? Ja. So, Schreibtisch, Aktenschrank, Stuhl. Was kann man noch kaufen? Heizkörper. Mülleimer, Pflanze. Achso. Was? Ich habe zwei Pflanzen gekauft? Ich dachte, ich hätte zwei Heizungen gekauft. Naja. So. Ja. So, dann brauche ich auf jeden Fall einen Handlanger. War der jetzt voll drauf? So. Arzt? Ah, der kann alles. Der kann einfach alles. Arrogant und großkotzig. Nee. Nee. Warum sind die alle so toll ausgebildet? Hol dich dem Fernseher verschlagen, lästig und hinterhältig. Ja. So stellt man sich einen Arzt vor. Den nehmen wir. So, Diagnose. Allgemeine Diagnose direkt gegenüber. Nee, da. Ach, da. Zeigt der an, ist im Weg. So, ja. Da ist die Tür. So, Trennwand und Gerät. Mülleimer, Pflanze, Heizkörper, Heizkörper. So. Diesmal sind es zwei. Heizung? Oh ja, wenn die sich ausziehen müssen. Ist ja klar. So. Mülleimer. So. Ach, kommt sowieso noch keiner. Brauchen wir noch. Ich weiß noch nicht. Psychiatrie? Was denn, wir mit so einem kleinen Raum da? Nützt der irgendwas? Ach, braucht nicht so groß sein. Psychiatrie, nö. Ausziehen, ja. Ist immer wichtig. Was? Und das soll alles passen? Ja, da sitzt er direkt daneben. Ja, kann man auch machen. Bücherregal, Heizkörper. Mülleimer ist wichtig. Skelett auch. Kann er sich immer angucken, wie ein Mensch aussieht. So, Mülleimer. Kann man auch wieder nicht andersrum haben. So rum. Skelett, dahin. Ja. Jetzt brauche ich einen Psychiater. Ach, der ist ein Forscher. Ach, ein Forscher brauche ich auch noch. Ja. Ach, der kann's. Er ist faul und unmotiviert, aber. Nein, es gibt keinen anderen. Ach, dann müssen wir den nehmen. Naja, vielleicht wird er noch besser. Forschungsabteilung, genau. Aha, reicht sogar. Ja. Schreibtisch. Schrank. Hier hin. Und irgend so ein Forschungsding. Zack. Ne, haben wir alles. Heizung. Ja, Heizkörper, genau. Da. Ja. Wo ist der Forscher? Da gibt's einen. Nee.
Ach, jetzt ist der Gute da, wo ich den anderen eingestellt habe. So. Er ist schnell und fleißig, ja. Was? Wir haben doch noch gar keine Patienten. Wir können. Ach nee, das Personal. Ja. Heizkörper auf jeden Fall. Einen hier hin. Einen hier hin. Und jetzt Bänke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, eine Pharmatheke war auch immer eine gute Idee, ne? Ach, muss da einer sitzen? Nee, eigentlich nicht. Naja. Ach, hier ein Getränkeautomat. Wenn die Durst kriegen. Ja. Macht sich immer gut. Dann bauen wir da noch eine Bank hin. Bank. So, wann kommen denn. Ach, da kommt einer. Der geht weg. Kommt mich nicht durch. Kann man das ändern? Nee. Das kann ich wegmachen. Tatsache. Kann ich nicht. Du möchtest hier hinbauen. Nützt ja alles nix. Boah. Ist ja blöde. So, ach, der Entlüfter wurde verbessert. Ach, müssen wir auch bauen, ne? Oh, oh. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Entlüfter. Da rennen schon die großen Kopfmenschen rum. Oh ja, das reicht. Und eine Pharmatheke auch. Die braucht man immer. So, Fenster. Ja. Ja, kann man reingucken. Raus. Entlüfter. Heizung auf jeden Fall. Mülleimer. Pflanze auch. Ja. So, Heizung. Pflanze. Mülleimer. Ja. Und ein Arzt. Ärgert Insekten mit Deos. Okay, nein. Der ist nicht sehr nett. Was? Jetzt kommen die ganzen Superärzte. Lässt nicht. Ja, nach vielleicht. So, was haben wir? Aufgeblasene. Unglaubliche Arroganz. Ja. Den kann man ruhig im Kopf stechen. Einrichtung? Nee. Handlung? Pharmatheke, genau. So. Geht nicht. Ach, reicht auch. Tür und Fenster, ja, kann sie die an der Rezeption angucken. Mülleimer, Heizkörper. So. Ja. Dann brauchen wir noch eine Schwester. Was? Ist die teuer? Die hat's voll aber drauf. Was? Hilft jedem aufopferungsvoll. So, sie ist beleidigend, verantwortungslos, unbeherrscht, dumm. Ist ja alles super, aber sie kommt. Naja. So. Wer will kommen? Maximilian Drachenstein. Okay. Spitzzungenreibe. Was? Tatsache haben wir. Können wir bauen. So, Bank. Kommen die denn noch durch? Ja, hier auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Auch noch eine. So. Ja. So. Ach, jetzt müssen wir noch mehr Land kaufen. Wie viel kostet das? 12.000 haben wir. Ja. So, direkt gegenüber. Was brauchen wir noch? Behandlung. Station ist immer gut. Doch, Psychiatrie haben wir ja. Was? Post schon wieder? Heiße Erkältung. Okay. Abteilung, nee, Einrichtung. Personalraum wäre auch nicht schlecht. Behandlung. Aha, so. Spitzzungenabteilung. So. Da ist die Tür. Und hier.
Mülleimer, Pflanze, Heizkörper. Zweier. So. Hier noch eine Heizung. Hier die Pflanze. Mülleimer auch neben die Tür. Ja. So, was ist los? Jokus Popus schon wieder. Was kann man da machen? Einen Trank nehmen, ja. Das ist gut. Nächste Krankheit entdeckt. Meine Herren. Was? Saumagen. Ach. Mittagessen mit Staatsoberhäuptern. Oh, da wird man krank von, ja. Ach, ihm ist die Lust an der Politik verloren gegangen. Oh nein. Ach so, dann nimmt er auch einen Trank für einfach noch eine Krankheit. Was? Durchfall, ja. Was? Hier kommt andauernd Post. Was will der? Ich hab die Nase voll. Er will eine Gehaltserhöhung haben. Aber der war ja nett. Der war ja nett. So, was? Diagnose? Was können wir hier noch machen? Ach, einen Personalraum wollte ich haben, ja. Personalraum. Nee, hä? Wie macht man das? Personalraum. Hä? Weil ich kein Geld hab! Was? Ah, ich dachte, der Arzt liegt da. So, jetzt müssen wir noch einen heilen, ne? Wir brauchen ein bisschen Geld. Yeah! Haben wir übertrieben. Was? Nächster Monat. Wir haben Schulden. Yeah! Was? 20? Nee. Wird auch geklatscht, wenn die sich ein Getränk holt. Yeah! 200! Oh ja. 700 haben wir jetzt schon. Ach, das kostet auch schon. Er sagt, was? Was macht denn der? Hat er Ideen? So, er kann nix? Nee. Da sitzt er mit seinem Riesenkopf. Worauf wartet der denn? Ach, jetzt geht er rein. Hallo, ich hab einen Riesenkopf. Ach so, ja. Kenne ich. Ihr mal gleich hier weiter. Da, 20 für ein Getränk. Ist aber teuer, ne? Ach, er hat keine Ahnung. Er schickt ihn einfach weiter. Und der sagt jetzt, ach. Ja, weiß ich auch. Ihr mal hier. Ach, da haben wir keinen? Noch 29 Patienten muss ich heilen. So, jetzt kann ich vielleicht einen Personalraum bauen. Kosten 1500. Egal wie groß der ist. Das ist ja komisch. Was? Ach, der war schon da. Ist ein Billardtisch, Fernseher. Billardtisch. Fernseher. Heizung noch eine. Eine Pflanze. Brauchen die einen Mülleimer? Nee. Okay. Ach, jetzt gehen die alle Pause machen, ne? Jetzt gehen alle Pause machen. Ach, wir hier. Post. Ein tolles Krankenhaus. Er gibt mir 1500. Yeah, und mein Ruf ist besser geworden. Ach, Bänke wollte ich haben. Dann müssen die nicht stehen hier vor mit ihren Zungen. So, eine Station. Brauchen wir auch eine Station? Ja. Man braucht immer eine Station. So, können wir noch ein Bett mehr haben. Da geht's rein. Schreibtisch, Bett. Bett, Bett, Bett. Noch drei Betten passen hier hin. Da. Da. Ja. Yeah. Heizkörper gleich zwei. Ja, das ist ein großer Raum. Feuerlöscher auch, falls einer anfängt zu brennen. Einfach so. Heizung, hier auch. Heizung, Pflanze. Wohin hier? Mülleimer. Ja. Was ist los? 73%?
Ist es viel? Ist es gut? Ja, komm, reicht. Genau, Spitzzungenabteilung. Ach, alle machen Pause. Was haben wir entdeckt? Schlafkrankheit. So, was? Okay, von der Schwester. Da brauchen wir noch eine Schwester auf jeden Fall für die Station. Ex-Quizmaster hat vielfältige Fähigkeiten. Ach, neigt zu Fehlern. Sie ist langsam und pingelig und sie hat Trip-Hop. Naja. So. Bänke. Und Getränkeautomaten. Ja. Und hier. Und hier. Nee, hier kann man nicht. Oder denn wieso nicht? Kann man nicht? Stehen hier auch Bänke rum? Nee. Ach, ich habe die Hälfte gewonnen schon. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ja, das hat sie sehr energisch gesagt. Wo ist denn der? Da, macht dann noch Pause. Ja, ist okay. So. Der Handlanger ist auch gleich erholt. Haben wir die jetzt eigentlich geheilt? Hab ich nie aufgepasst. Einmal haben wir es auf jeden Fall benutzt. So, hallo, ich habe ein Problem. Ja, gehen wir weiter. Ach, ich habe auch ein Problem. Ja, geh auch weiter. Das ist ihre Arbeit. Sie sagt, geh weiter. Okay. Und er macht es auch. Das ist die gleiche Arbeit. Er sagt auch, geh weiter. So, ich habe ein bisschen geschrieben. Kostet 140. Geh weiter.